Willkommen zurück zu Final Fantasy Brave Exvius. Ja, wir gucken uns nochmal den neuen Try an, den Octopus-Lehrer. Und zwar machen wir gleich alle Aufträge. Dafür nehmen wir einmal Wilhelm. Ja, gehen wir gleich mal die Ausrüstung am Anfang durch. Seht ihr hier, der ist komplett auf 100% Ausweichen ausgebaut, anstatt auf HP oder so zu gehen. Dann Refia. Minfilia. Und mein Orlando. Dazu gibt es hier dann noch vom Freund Orlando. Der hat das hier an. Und ja, dann legen wir mal los. Ganz wichtig ist hier in dem Trial, dass man Erdschutz und Wasserschutz dabei hat. Da ging es schon ganz gut. Wichtig ist auch, der Gegner greift immer zuerst an. Also der Gegner hat immer die erste Runde. Das ist allerdings nur wirklich wichtig in der tatsächlichen ersten Runde. Oh, hier machen wir mit Willen provozieren, damit die Attacken alle auf ihn gehen. Die Orlandos machen, wie soll es auch anders sein, Schaden. Infilia macht erst Erde, dann Wasser. Und Refia hat eigentlich erstmal gar nichts zu tun, macht hier einfach mal einen Angriffsbuff. Oh, dass da Schaden reinkommt, das ist ein magischer Angriff gewesen. Orthos macht, glaube ich, 4 Angriffe bevor 50%. Bevor er 50% erreicht, macht er 4 Angriffe pro Runde. Das kann einmal Magie sein oder im Normalfall ist es Normalangriff, der dann physischen Schaden macht. Bei 70%, bei 50% oder bei 30% hat er jeweils einen Threshold, da macht er einen Erd-AOE-Angriff. Der macht, wenn man Minfila dabei hat und Erdwache anhat, nicht sonderlich viel Schaden. Absolut zu vernachlässigen. Muss man da natürlich dafür auch anhaben. Und ansonsten gibt es bei ihm jetzt nicht so viel zu beachten. Jetzt gibt er sich ein paar Buffs und erhöht vor allem seine maximalen Aktionen auf 8 pro Runde. Das sollte man ihn also auf jeden Fall wegnehmen, zumindest die Buffs, die er sich gegeben hat. Da muss man einfach mal bannen. Achso, wenn man natürlich keinen Tank mit 100% Ausweichen hat, dann sollte man auch gucken, dass man seinen Angriff möglichst bricht. Kann man zum Beispiel auch mit Orlando mit Waffe zerschmettern machen. Oder mit Lingen. Oder mit sämtlichen anderen, die es eben machen. Jetzt vorm Übergang, wir sollten ihn jetzt theoretisch töten. Und vorm Übergang ist ganz wichtig, darauf zu achten, dass wirklich hundertprozentig alle volle AP haben. Weil in der nächsten Runde ist natürlich der Gegner wieder zuerst dran. Und warum bleibt er geblendet? Nicht, dass es jetzt so sonderlich wichtig ist im Moment, aber merkwürdig ist das schon. So, wir haben zum Glück Wilhelm angegriffen, weil er von Natur aus schon 50% provozieren hat. Macht hier wieder sein 100% provozieren. Orthos werden wir erstmal vernachlässigen. Den kann man seinen Angriff brechen. Wenn man keinen 100% Void Tank hat, ist das sehr zu empfehlen. Typhoon, auf den müssen wir uns konzentrieren. Und der macht einen richtig heftigen Angriff in jeder Runde. Im Normalfall natürlich auf den Tank. Und das kann richtig brutal werden. Wenn man nicht 100% ausweichen hat, dann tötet es im Normalfall wen auch immer es trifft. Also ich habe das auch schon versucht mit Wilhelm auf 9000 HP mit knapp 600 an Verteidigung und das hat ihn nicht interessiert. Typhon hat ihn einfach getötet. Da sollte man also
dringend aufpassen. So, hier gucken wir dann jetzt auch wieder, dass wir Wasser und Erdschutz immer oben halten. Und ach, also was war das jetzt? Verdammt. Also sie nach oben gewischt, anstatt zu drücken. Naja. Das ist dann ganz wichtig, Taifun macht ab und an einsaugen, also holt tief Luft oder sowas. Steht dann da. Wenn er das macht, dann muss er mit Windelement angegriffen werden. Dafür hat Wilhelm bei uns hier das Überlebensmesser dabei. Langsam reicht es ein bisschen mit dem Blindsein. Das müsste doch eigentlich automatisch weggehen. Da ist die Erde wieder abgelaufen. Säureregen. Ja, das kommt alle 4 Runden. Da werden die Buffs weggenommen. Der Schaden wird allerdings vorher verteilt, deswegen hilft es da trotzdem, Resistenzen und sowas oben zu haben. Jetzt brauchen wir natürlich wieder uneinnehmbar. Und brauchen die anderen Buffs auch wieder alle. Fangen mit Wasser an. Oh, da atmet er tief ein. Das heißt, jetzt macht er seinen Angriff. Wenn wir ihn jetzt nicht mit Windelement angreifen, dann wird er eine Einheit von uns aus dem Kampf rausnehmen. Also einfach aus dem Spielfeld quasi raushusten. Das wollen wir natürlich vermeiden. Und wir wollen ihn seine Buffs natürlich runternehmen. So, und Wilhelm greift jetzt einfach einmal so stups und das reicht. Das war mit Windelement, also reicht das aus. Brauchen wieder Erdeschutz. Und die beiden geben sich mal eine Schokolade. Haben sie sich verdient, eine kleine Schoki. Ja, jetzt juckt ihm die Nase. Wegen dem Windelement und deswegen macht er nur einen dicken Nieser, anstatt jemanden rauszuschubsen. Wichtig wäre jetzt als nächstes, wenn Typhoon tot ist, dann dreht der Orthros ein klein wenig durch. Da sollte man dafür sorgen, dass man auf jeden Fall volle HP hat, ein Minimum, gut gebufft ist am Idealfall noch und vielleicht sogar noch von Wilhelm oder sowas den Limit Burst hat, um den Schaden so wirklich so gering wie möglich zu halten. Wird bei uns dann jetzt in der nächsten Runde passieren. Wasser und Erde sind noch online, wir können eigentlich Wasser direkt mal machen. Und da wurden uns wieder die Buffs entfernt. Es ist also sehr gut, dass wir Typhoon jetzt nicht getötet hatten, weil das wäre sonst heftig tödlich ausgegangen. Aber hier wollen wir erstmal wieder ein paar AP drauf kriegen. Und dann holen wir mir einen Fehler in der nächsten Runde wieder. Die machen jetzt erstmal gar nichts hier.
Ja, atmet wieder tief ein. Müssen wir hier also definitiv jetzt wieder mit Windelement angreifen. Und müssen ihn dann jetzt auch, beziehungsweise wir müssen nicht mit Windelement angreifen, wir werden ihn jetzt töten. Hier noch Buffs verteilen, obwohl hier werden wir wahrscheinlich einfach mal lieber mal mit Erdwache schützen. So, und die beiden töten. Oh, das mag der jetzt natürlich gar nicht. Also nimmt uns wieder die Buffs. Und da hat uns unsere zwei Orlando zerlegt. Die holen wir uns gleich wieder. Natürlich vorher erstmal er wieder seine Provozieren anmachen. Und hier erstmal wieder ein paar HP hochbacken. Und sie nimmt eine Schokolade. So, er bekommt jetzt, er hat wieder seine Thresholds, wie auch schon im ersten Kampf, bei 70, bei 50 und bei 30. Allerdings bekommt er jetzt nicht nur die doppelte Anzahl an Aktionen, sondern er bekommt auch noch neue Fähigkeiten dazu. Also ab 50% macht er noch einen AOE-physischen Angriff und ab 30% macht er noch einen AOE-Blitzangriff. Da sollten wir dann gucken, dass wir uns mit Minfila auf jeden Fall zusätzlich noch gegen Blitz schützen. Und er macht natürlich auch weiterhin seinen Buff entfernen und alles. So, erstmal alle Werte buffen hier. Man merkt schon, Wilhelm ist ein Freund von Kontern. So, Erdschutz, Wasserschutz und ab 30%, am besten schon ab 50%, dann direkt den Blitzschutz dazu holen. Da war wieder das mit dem Buff entfernen. Jetzt kommt er auch gleich über seinen ersten Threshold, das heißt, wir brauchen unbedingt die Erdwache wieder. Der Limitbus heilt gar nicht. Das habe ich dann ein wenig falsch in Erinnerung gehabt. Das ist natürlich unpraktisch. Ah ja, Wasserwache. So, ganz kurz vor seinem Threshold hier gelandet. Das ist sehr gut. Kann man nämlich richtig schön reinpreschen, ehe er sich den Buff gibt. Wir könnten uns hier schon mal vorher aber mit Blitz schützen.
feste Wache. Okay. Donnerwache hätte ich jetzt noch verstanden, aber feste Wache. Und Wilhelm gibt dem da unten eine Schoki. So, Magnitude Protes, Wallum müssen wir ihn wieder wegnehmen. Wilfi hat genug Zeit dafür. Einmal bannen und nur bannen. Sehr praktisch natürlich. Oh, Moment. Ich glaube, uneinnehmbar war nicht mehr aktiv. Bin mir allerdings nicht sicher. Was braucht man hier wieder? Erde. Gut, dass wir es gebufft haben. Das war der Erdangriff. Jetzt brauchen wir wieder Wasser. Er gibt ihm hier eine Schoki. Obwohl, jetzt hätte man eigentlich mal Angriff und Abwehr buffen können, aber. Oh ja, zu spät dafür. Eile. Jetzt hat er dann. Auf jeden Fall spätestens jetzt seine 10.000 Volt dabei. Und da war es schon 10.000 Volt. Gut, dass wir Blitzresistenz hatten. Also, Minfila hätte es weggehauen, wenn die Blitzresistenz nicht da gewesen wäre. Und wir brauchen auch direkt wieder Blitzresistenz. Und ich frage mich gerade, ob wir eine Analyse schon gemacht haben. Das wäre jetzt ein Ultra-Fail. Ich glaube, ich habe Analyse noch gar nicht angewendet. Es geht ja gerade darum, Analyse zu machen hier, weil das andere habe ich ja schon. Machen wir hier mal. Mal hat der noch provozieren, hat der noch. Oh Gott. Ja, dann kann der hier Abwehr und Psyche buffen. Beiden machen einfach mal nichts. Und es ist sogar gut, dass sie gerade verteidigen. Da werden uns gerade wieder die Buffs weggenommen. Refia ist noch am Leben, sehr gut. Phoenixfeder. Hier mal einen Ex-Blitzra mit reinhauen und ihm mal seine Waffe zerschmettern. Und da kommen die 10.000 Volt und ach, das ist doch zum Kotzen. Oh, aber Minfila lebt noch. Jetzt aber schon beide gemacht, oder? Ah, gut. So, da gehen wir hier wenigstens sicher. Jetzt müssen wir das nur noch irgendwie hinbekommen. Das ist doch schon mal gut. Infila tot ist allerdings nicht so gut.
Unser Problem sind jetzt auf jeden Fall nur noch diese 10.000 Volt. Und jetzt nichts mehr. Ja, und da hätten wir eigentlich alle Aufträge mit einmal erledigt, ja. Beziehungsweise jetzt für mich natürlich nur noch einen, weil ich hatte ja echt jetzt, ich hab's doch extra verwendet. Okay, also dann wisst ihr zumindest, es darf nicht studieren sein, es muss der Skill sein, der Analyse heißt. Was völlig behindert ist, aber so ist das Spiel normal. Limitrausch benutzen, haben wir gemacht. Gruppe von höchstens 5 haben wir gemacht, aber Analyse hätten wir theoretisch auch gemacht. Müssen wir dann halt jetzt nochmal gucken. Da werde ich dann jetzt allerdings nicht nochmal ein Video dazu machen. Dann würde ich sagen, macht's auf jeden Fall erstmal gut und viel Spaß bei der Prüfung.